Hallo und willkommen in der 7. Folge Diplomatie im Dialog. Ich bin Hatice Schmidt und ich führe heute hier im Auswärtigen Amt in Berlin durch die Sendung. Was haben Sport und Außenpolitik gemeinsam? Keine Sorge, jetzt kommt keine schlechte Pointe, sondern das ist tatsächlich das Thema dieser Folge. Sport und Diplomatie haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick denkt. Sport fördert Integration. Über Sport finden Menschen Gemeinsamkeiten, überwinden ideologische Grenzen und deshalb kann Sport auch ein hilfreiches Instrument sein für die Stabilisierung von Frieden. Sport lebt davon, wie auch die Diplomatie, dass Menschen mit Teamgeist und nach gewissen Regeln miteinander interagieren. Und Sport spielt auch für die internationale Wahrnehmung von Ländern eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel Deutschland, das vielen Nationen als Fußballland bekannt ist. Ich selbst bin keine Expertin für Sport und Außenpolitik, deshalb spreche ich heute mit Peter Kettner. Er ist im Auswärtigen Amt für die Kultur- und Bildungspolitik zuständig. Später kommt noch Michael Lauer dazu, der im Feld internationale Sportbeziehungen arbeitet. Doch vorher gibt es erstmal einen kurzen Film. Sport fördert die Integration weltweit. Über Sport finden Menschen Gemeinsamkeiten, manchmal selbst über scheinbar unüberwindbare Grenzen hinweg. Tatsächlich wird dies auch ganz bewusst in der Außenpolitik genutzt. Denn nachhaltiger Frieden lässt sich nicht allein an Verhandlungstischen sichern. Manchmal gelingt es durch Sportprojekte, Menschen zusammenzubringen, die vorher verfeindet waren. Sport erreicht fast alle Menschen, aktiv oder passiv. Damit kann er eine Kraft entfalten, die sich sogar darauf auswirken kann, wie das Image eines Staates weltweit sich ändert. Das wiederum kann dann auch für die Außenpolitik Bedeutung haben, denn in der Diplomatie ist ein gutes Image wirklich wichtig. Deshalb gibt es im Auswärtigen Amt einige Menschen, die sich hauptberuflich mit Sport beschäftigen. Was machen diese DiplomatInnen? Wann funktioniert Sport für Integration und wann vielleicht auch nicht? Dies und viel mehr beantworten wir jetzt in unserer neuen Folge von Diplomatie im Dialog zum Thema Sportlich. Wie Tanz, Hockey und Fußball Diplomatie machen. Mein erster Gesprächspartner ist Peter Kettner. Er ist seit 2020 Leiter des Referats Strategie und Planung der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik im Auswärtigen Amt. Er ist in Remscheid geboren und aufgewachsen, hat in Passau und Nord Jura studiert und ist seit 2001 im Auswärtigen Amt. Seitdem war Peter Kettner in Berlin, Kasachstan und in der Türkei für das Auswärtige Amt und im Bundespräsidialamt tätig und hat sich in den Feldern Kultur- und Bildungspolitik, Presse- und Menschenrechte spezialisiert. Peter Kettner spielt seit 40 Jahren mit wechselndem Erfolg Fußball und singt mit noch stärker wechselndem Erfolg seit kurzem in einem Chor. Er ist schon sehr lange Fan von Borussia Dortmund und seit seinem ersten Aufenthalt in der Türkei 1994 auch von Beşiktaş Istanbul. Hallo Peter, schön, dass du hier bist und wir sprechen können. Ich muss gestehen, die Verbindung zwischen Sport und Diplomatie war mir im ersten Moment nicht offensichtlich. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist Sport doch politischer, als man im ersten Moment denkt. Steigen wir doch einfach ein ins Thema. Ja, hallo erstmal und ich freue mich hier zu sein. Ja, absolut. denn wir stellen ja fest, dass das Sport einfach ganz viele Menschen auf der Welt bewegt. Ganz viele verschiedene Sportarten. Da hat man natürlich so Ereignisse wie Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften. Mhm. Aber natürlich auch der Sport, der sozusagen vor Ort passiert, wo Menschen einfach sich sportlich betätigen, zusammen Spaß haben. Und das ist was, was man für die Zwecke der Diplomatie auch sehr gut nutzen kann, und wo man mit dem Sport einfach auch viel erreichen kann. Was ist dein Lieblingssport? Ja, da muss ich gestehen, wahrscheinlich Fußball. Nur passiv oder auch aktiv? Also, wenn man das, was wir da machen, noch aktiv nennen kann, aber ich spiele tatsächlich noch in der Ü40-Mannschaft, ja. Hat dich persönlich Sport schon einmal mit Menschen zusammengebracht, die du sonst nicht getroffen oder kennengelernt hättest? Ich glaube, das macht Sport und das hat Fußball eigentlich immer gemacht. Das hat es in meiner Kindheit gemacht. Ich komme aus einer Stadt, wo eben ein sehr, sehr hoher Anteil von Menschen mit einer Migrationsgeschichte ist, von denen ich viele wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte, wenn ich nicht Fußball gespielt hätte. Und ist über meine beiden Auslandsposten weitergegangen, wo ich auch dadurch das Glück hatte, ganz unterschiedliche Menschen kennenlernen zu dürfen und ist eigentlich bis heute so. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo Fußball spiele, dann komme ich fast zwangsläufig mit Menschen zusammen, mit denen ich so im beruflichen oder privaten Alltag nicht unbedingt zusammenkomme. Was genau ist dein Job im Auswärtigen Amt?
Tja, auf meiner Visitenkarte steht, dass ich das Referat für Strategie und Planung der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik leite. Das heißt, in der Abteilung für Kultur und Kommunikation beschäftigen wir uns damit, wie wir als Gesellschaft in Deutschland in Kontakt kommen mit anderen Gesellschaften. Mhm. Wir versuchen quasi, das, was an sozusagen offizieller Diplomatie in Anführungsstrichen gemacht wird, auch zu begleiten durch eine Außenpolitik der Gesellschaften, wurde das mal genannt. Also wir versuchen, dass Menschen zusammenkommen, dass Gesellschaften sich näher kommen, mhm, und dass wir gemeinsame Perspektiven entwickeln. Sport, ich denke, da stimmen alle zu, bringt Menschen zusammen. Alle haben ein gemeinsames Ziel und Unterschiede werden weniger sichtbar. Inwiefern ist Sport also ein wichtiges Instrument für Integration? Da geht es ja im Prinzip um die Frage Integration durch Sport. Mhm. Und ich glaube, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, dann müssen wir wahrscheinlich auch reden über Integration im Sport. Und auch da sagen, da haben wir, glaube ich, auch gerade im Fußball immer noch eine Menge zu machen. Da gibt es immer noch viel zu tun. Also wenn wir an die Unterschiede zwischen Männern und Frauen denken in der Bezahlung, wenn wir daran denken, wie stark Homophobie im Sport auch immer noch und Rassismus verbreitet sind. Also ich glaube, sozusagen, da ist erstmal die Integration im Sport auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und daneben kann Sport natürlich Menschen zusammenbringen. Ich habe ja gerade gesagt, man hat sozusagen, hast du dann auch gesagt, ein gemeinsames Ziel. Es gibt auch gemeinsame Regeln. Und platt gesagt ist es ja so, auf dem Platz ist es dann auch egal, wie man aussieht und wo man herkommt. Hauptsache, man kann vernünftig kicken. Also von daher kann Sport, glaube ich, eine Menge leisten. Aber es eben auch kein Allheilmittel. Und dann müssen wir eben aufpassen, glaube ich, dass wir es nicht überfrachten. Mhm. Und dass wir auch nicht glauben, es ist ein Selbstläufer. Also da ist schon nötig, dass man einen mittel- und langfristigen Atem hat, dass man wirklich durchhält und dass man auch nicht erwartet, quasi wir machen jetzt ein Fußballspiel und alle, die teilgenommen haben, sind hinterher keine Rassistinnen und Rassisten mehr. Mhm. Das wird so nicht passieren, sondern das ist eine Arbeit, die länger dauert und die auch eine gute Begleitung erfordert. Es ist kein Selbstläufer, aber es kann eine großartige Kraft haben und dann kann es auch, glaube ich, eine nachhaltige Wirkung erzielen. Beim Sport werden aber auch manchmal ideologische Gedanken sichtbar, etwa Rassismus gegenüber SpielerInnen, die einen Fehler machen im Spiel. Wie geht das zusammen? Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem ist da unter den Fans. Wir haben da eine sehr, sehr stark, sagen wir mal, weiß und männlich dominierte Zuschauerschaft bei vielen Vereinen. Aber ich glaube eben auch, dass man selbst gegenüber diesen Leuten und die da ja doch sehr stark festgefügte Weltbilder haben, wenn überhaupt dann was erreichen kann, indem man ihnen zeigt, du magst ihn als Menschen nicht akzeptieren, aber als Fußballerin, als Fußballer auf dem Platz bringt er eine großartige Leistung, hilft dabei, dass dein Team gewinnen kann und vielleicht ändert das langfristig auch dein Bild vom Menschen. Das ist natürlich naiv und es ist vielleicht auch eine total vermessene Hoffnung, aber manchmal braucht man vielleicht auch vermessene Hoffnung, um Dinge wirklich zu ändern. Ich habe meine Community gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Hatten sie tatsächlich. Manche Sportarten, Fechten, Rudern und Tennis, kosten viel Geld und bleiben somit vielen Bevölkerungsschichten verwehrt. Sie grenzen damit auch aus. Was denkst du dazu? Das ist sicher richtig, dass es viele Sportarten gibt, die schwer zugänglich sind. Das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen sein. Das kann sein, weil zum Beispiel auch gerade in ländlichen Regionen es einfach die entsprechenden Clubs nicht gibt, man dann da auch nicht reinkommt. Und natürlich sind finanzielle Hürden auch ein großes Problem. Das ist sicher richtig. Auf der anderen Seite habe ich das gerade durch meine 4 Jahre in der Türkei auch so erlebt, dass wir in Deutschland eigentlich mit diesem Vereinswesen was ganz, ganz Großartiges haben. Das wird ja immer so ein bisschen belächelt und gesagt, so, das ist sowas sehr typisch Allmann-mäßiges. Das hat aber eine wahnsinnige soziale Kraft, weil es einfach fast überall Sportvereine gibt und der Beitrag ganz oft wirklich fast allen Menschen bezahlbar ist und vieles dadurch eben auch aufgefangen wird. Also viele Menschen die Möglichkeit haben, in diese Vereine zu gehen. Ein zentraler Schlüssel für Integration, für Verständigung und gegenseitiges Verständnis ist Sprache. Wir sprechen über 6.500 verschiedene Sprachen auf der Welt.
Man kann sich leicht vorstellen, wie wichtig der Umgang mit Sprachen in der alltäglichen Arbeit des Auswärtigen Amtes ist. In der Rubrik Diploslang werden Begriffe und Bereiche aus der Diplomatie erläutert. Heute geht es um DolmetscherInnen. Eine Dolmetscherin dolmetscht, das bedeutet, dass wir das gesprochene Wort in das gesprochene Wort übertragen in einer anderen Sprache. Da gibt es dann verschiedene Modi. Man kennt normalerweise das Simultandolmetschen, wo wir in der Kabine sitzen und den klassischen Knopf im Ohr bei demjenigen, der uns zuhört. Das ist so das, was man sich immer unter Dolmetschen vorstellt. Das stimmt auch. Und dann gibt es noch das Konsekutivdolmetschen, das eher so in kleineren Gesprächsrunden genutzt wird, wo wir dann mit am Tisch sitzen, uns Notizen machen und das dann anschließend wiedergeben. Wird auch manchmal bei Pressekonferenzen gemacht, aber eher selten. Ja, schwierig würde ich das nicht unbedingt nennen, aber man muss schon sich darauf einlassen. Man ist das Sprachrohr, also man ist nicht dafür da, das inhaltlich zu bewerten oder abzuändern, sondern wir geben das so wieder, wie es gesagt und gemeint worden ist. Man passt natürlich auch die Stimmlage an, den Tonfall. Ausfällig wird eigentlich selten jemand, aber es gibt schon auch starke Statements, die gemacht werden. Und unsere Aufgabe ist das auch so zu transportieren, damit der andere dann auch wieder darauf reagieren kann. Also festangestellt haben wir nicht jemanden für jede Sprache. Wir haben viele Sprachen. Wir haben auch an den Auslandsvertretungen zum Teil Sprachendienste, wo auch viele lokale Sprachen dann nochmal abgebildet werden. Wir haben hier in der Zentrale einige Sprachen. Jede Sprache der Welt nicht. Die großen haben wir auf jeden Fall, auch mehrere Leute, die diese Sprachen bespielen. Und wenn es jetzt eine kleinere Sprache gibt, die wir nicht haben, dann würden wir uns Freiberufler holen, die uns dann unterstützen. Damit ich noch eine Idee davon bekomme, wie Sport und auswärtige Politik ganz konkret zusammenkommen, habe ich mir für unsere zweite Gesprächsrunde noch jemanden eingeladen. Michael Lauer ist beim Auswärtigen Amt zuständig für die internationalen Sportbeziehungen. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Michael, du bist Top-Sportler im Auswärtigen Amt, oder? Was sind deine Aufgaben? Zuständigkeit ist in meinem Bereich die internationale Sportförderung und die internationalen Sportbeziehungen zu den großen Verbänden, aber besonders die Projektarbeit zur Sportförderung, gerade im Bereich des Breitensports im Ausland. Was ist dein Lieblingssport? Noch immer der Fußball. Allerdings muss ich gestehen, es gibt so viele andere Sportarten, die ich in meiner beruflichen Tätigkeit kennenlernen durfte, dass es mittlerweile sehr schwer ist, mich auf einen Sport festzulegen. Und spielst du aktiv oder eher passiv? Also ich habe mich heute auf das Passive zurückgezogen und freue mich, die anderen aktiv betrachten zu dürfen. Könnt ihr beiden mir vielleicht einige Projekte schildern, die das Auswärtige Amt gefördert hat? Ich denke, ein sehr großes Projekt war ein Fußballprojekt zum Aufbau des Frauen- und Mädchensports in Gaborone. Das geleitet wurde von Monika Stab, die in den letzten 2 Jahren mit einer Förderung durch das Auswärtige Amt dort extremen Aufbau geleistet hat, um insbesondere auch strukturelle, aber auch gesellschaftliche Barrieren im Sport für Mädchen und Frauen abbauen zu können. Ein anderes Projekt, was wir auch in diesem Bereich hatten, war schon in 2015 und 2016 in Südamerika, in Uruguay, wo wir vielfach gefragt wurden, wieso fördert das Auswärtige Amt Fußball in Uruguay? Da war der richtige Hintergrund, dass wir dort den Frauen- und Mädchenfußball gefördert hatten, der tatsächlich in dieser maskulin dominierten Gesellschaft überhaupt gar keinen Stellenwert hatte und auch gar keinen Zugang für Mädchen und Frauen zum Sport hatte. Und ich glaube, was ein sehr großer Erfolg war, ist, dass wir heute sagen können, dass der Frauen- und Mädchensport, der Fußballsport, mittlerweile fester Bestandteil im Schulprogramm in Uruguay wurde. Wir haben eine ganze Reihe von ganz großartigen Projekten gefördert, die, glaube ich, auch eine Menge in den jeweiligen Gesellschaften bewegt haben. Also wir haben Frauenfußballprojekte gefördert in Gaborone zum Beispiel. Wir haben im Libanon eben auch ein Projekt gefördert, wo Kinder von Geflüchteten aus Syrien, die im ganzen Libanon zur Schule gegangen sind, mit syrischen Kindern zusammen Fußball gespielt haben. Das hat eine unglaubliche Reichweite gehabt. Da haben wir wahnsinnig viele Menschen damit erreicht und damit auch wirklich, glaube ich, das Signal gegeben, das geht zusammen. Und das Schöne daran ist, es ist im Verhältnis zu ganz vielen anderen Sachen gar nicht so wahnsinnig teuer. Und es erreicht doch unglaublich viele Menschen und kann tatsächlich dann auch so einen Klickmoment bei vielen herbeiführen. Und ist es langfristig oder ist es nur für einen kurzen Moment, solange das Auswärtige Amt eben da ist und mitspielt
oder etabliert sich das dann auch in dieser Gesellschaft? Ja, das ist eine gute Frage und das ist natürlich dann auch eine Frage der Mittel, die irgendwann auch erschöpft sind und endlich sind. Und die Hoffnung ist natürlich immer, dass es weitergeführt wird und dass es dann weitergeht. Und trotzdem bleiben realistischerweise gerade bei solchen Großprojekten dann natürlich auch viele Dinge ein Stück weit auf der Strecke. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, wenn es dazu geführt hat, dass auch nur 10% der Kinder, die daran teilnehmen, eine andere Sicht auf die Dinge haben, dann war, und das dauerhaft, dann war es das schon wert. Michael, hast du noch ein Beispiel für uns? Ein sehr interessantes Projekt war gewesen in Kolumbien, wo ehemalige Rebellen dann mit der Zivilgesellschaft zusammenkommen konnten und über diesen Friedensgedanken der Sport dazu beigetragen hat, doch auch die Friedensverständigung innerhalb des Volkes beizutragen. Andere Projekte, die wir haben, sind dann die Olympischen Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften. Das Auswärtige Amt ist dann innerhalb der Olympiamannschaft vertreten durch einen Bediensteten, der die Funktion des Olympia-Attachés wahrnimmt. Mhm. Und dann als zurzeit bin ich da seit einigen Jahren und dadurch dann die Gelegenheit hat, auch aktiv als Teammitglied von Team Deutschland aktiv bei den Olympischen Spielen in der Mannschaft mit dabei zu sein. Und auch vor Ort dann auch mit den Athletinnen und den Athleten gemeinsam ja diese Spiele erleben zu dürfen, aber auch die Unterstützung des DOSB aktuell zum Beispiel in der Frage der Menschenrechte mit Blick auf die anstehenden Olympischen Spiele in Peking, wo es auch gilt, diese Spiele auch zum Transport von Themen zu nutzen, die vielleicht sonst nicht thematisiert werden. Was waren so deine Highlights aus den letzten Olympischen Spielen? Das Erlebnis, in diese Sportwelt eintauchen zu dürfen, die und auch gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten vor Ort sein zu dürfen und zu erkennen, wie wichtig es ist, dass diese Spiele für die Athletinnen und Athleten stattfinden, allerdings auch für die Bevölkerung vor Ort. Und ich möchte es nicht nur auf die Olympischen Spiele reduzieren, sondern auch gerne auf die Paralympischen Spiele, die zeigen, was Menschen mit einer Behinderung durch den Sport alles erreichen können. Schön. Und hast du dann direkt Kontakt mit den Leuten? Also wie kann ich mir das vorstellen? Bist du dann eher Backstage? Also ich kann mir noch nicht vorstellen, wo du da bist. Also als Olympia-Attaché hat man einen sehr privilegierten Zugang zu allen Bereichen. Man muss sich das so vorstellen, ich lebe auch mit den Athletinnen und Athleten zusammen als Bestandteil der Mannschaft Team Deutschland bei den Olympischen und Paralympischen Spielen. Mhm. Und wir kümmern uns dann allerdings auch, wenn es Probleme gibt, wo wir unterstützen können als Auswärtiges Amt zusammen mit den Kolleginnen. Eine nette Anekdote war vielleicht, dass einer der Fußballspieler unserer Olympiamannschaft nach der Einreise in Japan seinen Pass verloren hatte. Ja. Und Stefan Kunz schon nur sehr wenige Spieler dabei hatte. Und ohne seinen Pass hätte er nicht akkreditiert werden können. Und jetzt galt es darum, dem Spieler jetzt einen Pass wieder zu besorgen, ohne dass er aus der Quarantäne raus kann und deswegen auch nicht zur Botschaft konnte. Und da war dann eine gewisse Kreativität mit meinen Kolleginnen gefragt. Letztendlich konnten wir ihm einen Reisepass zukommen lassen oder auch ausstellen, sodass Stefan Kunz, wäre noch nicht ganz so erfolgreich, aber zumindest in der Vorrunde mit einer vollzähligen Fußballmannschaft. Ja, ich kann mir vorstellen, dass deine Aufgabe ist, für die Familienangehörigen viele Autogramme zu sammeln, oder? Nicht nur für die Familienangehörigen, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen hier im Auswärtigen Amt. Wo wir gerade beim Thema Autogramme sammeln sind, würdet ihr sagen, bekannte Persönlichkeiten des Sports, berühmte SpielerInnen und SportlerInnen haben eine besondere Rolle als Identifikationsfiguren? Ja, ich glaube, das haben sie absolut. Mhm. Der Punkt ist, glaube ich, auf der anderen Seite, dass sie sich diese Rolle nicht immer ausgesucht haben, sondern sie sind als SpielerInnen, als SportlerInnen in diese Funktion hereingekommen oder in diese Identifikationsrolle reingekommen, weil sie besonders gut sind in der Sportart, weil sie ja eine Sportart besonders gerne spielen oder besonders gerne machen. Und das, was dann da mitkommt, das ist ja wahrscheinlich nichts, was man im Kopf hat, wenn man als Kind anfängt mit irgendeiner Sportart, sondern da will man ja vor allen Dingen im Fußball Tore schießen oder besonders schnell laufen oder besonders, weiß ich nicht, hart schlagen beim Boxen oder so. Und nicht sagen, ich bin irgendwann mal eine Identifikationsfigur. Das ist aber natürlich trotzdem der Fall.
Und ich glaube auch, dass dann zu Recht ein gewisser Anspruch besteht daran, dass man diese Rolle annimmt, dass man ihrer auch irgendwie gerecht wird. Ich habe euch eine Community-Frage mitgebracht. Und zwar, leider habe ich Ausgrenzung beim Sport erlebt, keine Integration, sagt eine Followerin von mir. Wie geht ihr mit solchen Fällen in euren Projekten um? Es ist für uns sehr wichtig, über den Sport Werte zu transportieren und Werte zu vermitteln. Und dazu gehört die Gemeinsamkeit. Der Sport gibt jedem, der daran teilnimmt, ein Gesicht, unabhängig der Hautfarbe, des Geschlechts oder auch einer Behinderung. Insofern ist das ein klares No-Go und wird auch von uns nicht toleriert. Also ist ja, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Und das unterstreicht nochmal das, was ich am Anfang ja auch gesagt habe. Das ist kein Selbstläufer. Ja, also ja. Es geht nicht darum zu sagen, wir werfen irgendwo einen Ball in Menschen und dann sind die hinterher alle Freunde und auch keine Rassisten mehr. Ja. Das wird so nicht funktionieren. Das funktioniert in Deutschland nicht und das wird auch im Ausland nirgendwo funktionieren. Sondern es geht darum, dass man sich sehr genau Gedanken macht, was wollen wir langfristig erreichen, welche Mittel setzen wir dazu ein und dass man dann auch wirklich mit geschulten TrainerInnen reingeht, mit geschulten Coaches, die da auch eine Rolle übernehmen, die oft weit hinausgeht über die einfach nur irgendwie einen Sport beizubringen, sondern da geht es eben auch um soziale Fertigkeiten. Das ganz Großartige am Sport beziehungsweise an der Rolle, die der Sport für ganz viele Menschen haben kann, Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Ja. Ja. Das ist auch Ziel unserer Projekte, wo wir wirklich sehr großen Wert auf den Breitensport legen. Nicht auf den Spitzensport, sondern auf den Breitensport. Und ich glaube, unsere Projekte zeigen aber auch und geben auch den Mut an alle zu sehen, auch wenn sie bisher das Gefühl hatten, sie werden nicht wahrgenommen, dass sie wahrgenommen werden und auch fest daran glauben können. Michael, vielen Dank, dass du hier warst und dass wir sprechen konnten. Es war auch für mich ein sehr interessanter Einblick in deine Aufgaben. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Sehr gern. In Ecuador arbeitet gerade Jochen Schöller an einem Projekt, das sich Street Football World nennt. Darüber wird er mir jetzt mehr erzählen, denn ich habe es trotz Zeitverschiebung geschafft, mich heute mit ihm zu verabreden. Hallo Herr Schöller, ist Ecuador ein fußballverrücktes Land? Ja, die Frage kann man ganz klar mit Ja beantworten. Das hat man erst gestern Abend wieder gesehen. Da hatte Ecuador ein WM-Qualifikationsspiel gegen Chile und die Bars waren voll, die Leute haben ihre Mannschaft angefeuert. Du begleitest vor Ort das Projekt Street Football World, das vom lokalen Partner Fudela umgesetzt wird. Was ist das genau? Fudela ist eine lokale Organisation hier in Ecuador, die sich durch Sport versuchen, Jugendliche zu erreichen, gerade aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Street Football World hatte uns da einen deutschen Trainer vermittelt und der hat für Fudela 100 nationale Amateurtrainer ausgebildet. Wie wirkt das Projekt in Ecuador? Das Projekt hier zielt darauf ab, dass die ausgebildeten Trainer anschließend zurück in ihre Städte und ihre Dörfer gehen und dort eben den Jugendlichen Fußballtraining zum einen vermitteln, zum anderen aber auch eine starke soziale Komponente mit dabei, was Teambuilding anbelangt und Rücksichtnahme aufeinander. Zunächst mal bietet es den Jugendlichen, die auf dem Land sind oder auch in schwierigen Großstadtvierteln, bietet es eine Alternative zu ihrem ganz normalen Alltagsleben. Die Zeit, die sie auf dem Sportplatz verbringen, verbringen sie nicht in schlechter Gesellschaft. Hier in Ecuador haben wir auch größere Probleme mit Kriminalität und das ist ein wirksames Instrument, um dem entgegenzuwirken. Welches Image hat Deutschland in Ecuador und welche Rolle spielt hierbei der Sport? Deutschland hat grundsätzlich genießt ein sehr hohes Ansehen hier im Land. Als wir bekannt gemacht hatten, dass wir das Projekt mit Street Football World hier durchführen mit Fudela und klar war, dass ein deutscher Fußballtrainer hier zur Ausbildung nach Ecuador kommt, war der Andrang der Bewerber riesig. Gerade bei der ersten Projektphase, die wir 2019 durchgeführt hatten, fiel das in einen Zeitraum mit größeren politischen und sozialen Unruhen. Genau zu dem Zeitpunkt, als der Trainer dann hier ankam, es gab Straßensperren, Straßenblockaden. Das hat aber einzelne
einzelne Teilnehmer an dem Seminar nicht davon abgehalten, dass er teilweise zu Fuß über 100 Kilometer hier zur Veranstaltung kam. Wie wirkt sich das vorherrschende Image Deutschlands auf die Arbeit von Diplomatinnen aus? Also eigentlich ganz unabhängig davon, wo wir hinkommen als deutsche Botschaft oder auch die deutschen Schulen. Wir haben hier drei deutsche Schulen. Wir stoßen grundsätzlich immer auf offene Arme, sind herzlich willkommen, irgendwelche Projekte in Kooperation durchzuführen. Und klar, Fußball ist da natürlich auch ein wichtiges Thema. Und ich denke, insbesondere seit der erfolgreichen Weltmeisterschaft 2014 ist der deutsche Fußball genießt ein sehr hohes Ansehen. Die letzten beiden Aufeinandertreffen konnte Deutschland für sich entscheiden. Muss sich unsere Nationalmannschaft beim nächsten Mal Sorgen machen? Das ist eine schwierige Frage, denn zum einen wissen wir noch nicht ganz genau, wo die deutsche Nationalmannschaft steht. Die letzten Ergebnisse waren zwar vielversprechend, aber die Ecuadorianer sind stark. Die haben gestern Abend in der Qualifikation auswärts in Chile 2-0 gewonnen und haben sich vor allem im mannschaftstaktischen Bereich, glaube ich, sehr, sehr verbessert. Also es wird kein einfacher Gegner werden. Danke, Jochen. Ja, euch ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder. Herzliche Grüße aus Ecuador. Im zweiten Block und auch gerade in meinem Gespräch mit Herrn Schöller in Ecuador haben wir gesehen, welche Kraft Sport entfalten kann. Und dass Menschen, die miteinander tanzen oder Fußball spielen, ihre Vorurteile übereinander abbauen. Jetzt würde ich gerne noch einmal darüber sprechen, ob man das auch auf Länder übertragen kann. Peter, warum bewerben sich Länder als Austragungsort für Sportevents? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich im Laufe der Zeit stark geändert. Mhm. Früher wollten sie einfach nur Sportevents austragen. Und heute stellen wir halt durchaus fest, dass es Länder gibt, die damit auch verbinden, dass ihr internationaler Ruf sich verändert, im besten Falle deutlich besser wird, dass sie bekannter werden. Sportwashing ist ja ein Thema in dem Bereich. Und natürlich hat ein Großereignis auch immer zur Folge, dass alle Leute hingucken weltweit und plötzlich ganz viel über das betreffende Land erfahren. Also von daher ist die Annahme, dass es was verändert mit dem Bild, durchaus zutreffend, denke ich. Da komme ich jetzt nämlich auch hin. Ja. Ein großes Sportevent in Deutschland, das, glaube ich, den Blick auf Deutschland verändert hat, ist die Fußball-WM 2006 gewesen. Ich verstehe eure Arbeit in der Kulturabteilung so, dass ihr für Deutschland im Ausland werbt. Hilft euch da so etwas und kann man das irgendwie einplanen? Also planen kann man sowas, glaube ich, nicht. Da ist damals unglaublich gut gelaufen und das muss nicht immer so sein. Mhm. Genauso wie man auch nicht einplanen kann, dass eine wunderbar spielende, ganz vielfältige Mannschaft 2014 Weltmeister geworden ist. Aber natürlich kann man sich dann die Frage stellen, was machen wir damit und wie gehen wir damit um, dass die Welt Deutschland anders erlebt hat als vorher. Vielfältiger, bunter, auch fröhlicher. Und das, was wir machen, ist ja weniger, dass wir versuchen, für Deutschland Werbung zu machen, sondern wir versuchen darzustellen, was in der deutschen Gesellschaft passiert, wie vielfältig diese Gesellschaft ist und damit letzten Endes in Dialog zu kommen mit Menschen, mit anderen Gesellschaften. Und da hilft sowas natürlich wahnsinnig, klar. Aber planbar ist es nur schwer, denke ich. Welches Image versucht Deutschland in seiner internationalen Kommunikation über und mit Sport zu vermitteln? Tja, ich glaube, das Image, ein Image muss ja vor allen Dingen glaubwürdig sein. Mhm. Und das, was wir versuchen, ist, dass wir abbilden, wie Deutschland ist, was in Deutschland ist, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist, aber auch natürlich die Probleme, die wir haben. Und wir versuchen, die Themen zu spiegeln, die für uns wichtig sind. Also zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit, zum Beispiel Kampf gegen Rassismus, zum Beispiel auch Kampf gegen Antisemitismus und natürlich auch die Frage des Umgangs mit der Klimakrise. Also im Prinzip geht es darum, Themen zu spiegeln, die die Gesellschaft in Deutschland bewegen. Und über diese Themen dann auch in Kontakt zu kommen mit anderen Gesellschaften. Menschenrechte sind natürlich auch ein Riesenthema. Ja.
Ein anderes aktuelles Beispiel ist der Diskurs um die WM in Katar. Es gibt Boykottaufrufe, die sich auf massive Menschenrechtsverletzungen stützen. Welche Vor- und Nachteile siehst du darin, ein Sportevent in solch einem Land trotzdem auszuführen? Das war übrigens auch eine Frage von meiner Community, oft gestellt wurde. Also, ne, das ist eine hochkontroverse Frage. Und ich glaube, insgesamt ist es wichtig, dass man, zumindest nach meinem Gefühl, dass man Fußball-Weltmeisterschaften auch in Ländern austrägt, die jetzt nicht traditionell Fußballländer sind. Also nicht nur in Brasilien, Deutschland, England, was weiß ich. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man mit der Situation in Katar um und auch mit der Tatsache, dass man weiß, also nicht nur vermutet, sondern die neuesten Berichte auch von Amnesty International und so legen ja nahe, dass anders als immer wieder behauptet wird, die Situation sich durch die Fußball-Weltmeisterschaft und das Hinarbeiten auf die Fußball-Weltmeisterschaft gerade nicht verbessert hat, sondern Katar ist in mehreren Rankings, die dafür ausschlaggebend sind, sei es von Amnesty oder Reporter ohne Grenzen oder auch der LGBTIQ Travel Index, sind die eben nicht nur nicht besser, sondern sogar schlechter geworden. Und wenn das so ist, dann muss man zumindest sagen, es hat diesen Effekt, von dem die FIFA immer behauptet, dass er da ist, offensichtlich nicht. Und wenn wir uns angucken, was in Russland passiert ist nach der Weltmeisterschaft, dann kann man auch nicht sagen, dass die Situation nach diesen Wochen Weltmeisterschaft sich nachhaltig verbessert hat, sei es für Homosexuelle oder für Menschen, die einfach anders denken als Wladimir Putin. Von daher, also kann man natürlich die Frage stellen, muss ein Sportereignis das haben? Also muss ein Sportereignis den Anspruch haben, ein Land zu verbessern? Oder kann es nicht einfach nur ein Sportereignis sein? Aber da ist ganz hilfreich, glaube ich, wenn man sich einfach mal die Homepage der FIFA anguckt. Die behaupten nämlich von sich selbst, dass ein Sportereignis diesen Anspruch haben muss. Und dann kann man sie auch, glaube ich, an dem Anspruch messen. Okay, also wir haben über das Image von Deutschland gesprochen. Meinst du, dass Katar versucht, sein Image damit ein bisschen aufzupolieren? Also ich glaube, das ist eigentlich keine Frage. Natürlich tun die das. Und bei Katar ist es ja auch nicht eine Sache dieser Weltmeisterschaft, sondern es ist ein relativ lange währender Prozess, der, seit 20 Jahren ungefähr schon mindestens läuft, dass sie versuchen, eine relativ umfangreiche Public Diplomacy Strategie zu entwickeln und umzusetzen. Also da geht es nicht nur um Sport, sondern da geht es auch um Kunst und Kultur. Die Museenlandschaft in Katar ist nachhaltig von diesem Ansatz geprägt. Auch die Art und Weise, wie zum Beispiel Ausstellungen nach Katar geholt werden. Das ist eine sehr umfangreiche und nach meinem Eindruck auch durchaus erfolgreiche Strategie im Bereich Softpower gewesen. Die Weltmeisterschaft ist wahrscheinlich die Fußball-Weltmeisterschaft, weil vorher war ja auch schon Handball-Weltmeisterschaften zum Beispiel da oder letzte Woche gerade die Formel 1, ist vermutlich das größte Ereignis, was man sich holen kann als Land und natürlich auch mit der absolut größten Aufmerksamkeit. Und ich bin mir nicht sicher, ob es für das Image von Katar am Ende eine gute Idee war, sich diese Weltmeisterschaft zu holen. Aber das müssen die am Ende selbst entscheiden. Ich habe den Begriff Ping-Pong-Diplomatie gefunden, als ich mich hier für die Sendung vorbereitet habe. Kannst du was dazu sagen und daran vielleicht gleich anschließen, welche politischen, historischen Ereignisse wären anders gelaufen, wenn es keinen Sport gäbe? Beziehungsweise wo hatte Sport eine besondere Rolle? Ja, die Ping-Pong-Diplomatie, da sei auch nochmal allen empfohlen, Forrest Gump zu gucken, da spielt das ja auch eine Rolle. Und das war im Prinzip der Versuch, in einer Zeit, wo die USA und China noch keine Beziehungen hatten, über Tischtennis zueinander zu kommen. Und das hat auch tatsächlich sozusagen den Weg geebnet dafür dann für einen, nach meiner Erinnerung, Besuch von Nixon in Peking und darauf aufbauend dann auch den Aufbau von diplomatischen Beziehungen. Meine letzte Frage zur Diplomatie direkt. Sport heißt nicht nur Teamplay, sondern für Mannschaften auch gewinnen oder verlieren. Geht es darum nicht manchmal auch in der Außenpolitik? In welchen Situationen musste Deutschland schon mal ein guter Verlierer sein? Also erstmal würde ich das tatsächlich ein Stück weit in Frage stellen, weil ich glaube, dass es auch im Sport ganz oft darum geht, wie man
verliert oder wie man auch gewinnt. Und es kann eine Art zu gewinnen geben, die einen nicht glücklich macht auf Dauer. Und es kann eine Art zu verlieren geben, die einem was bringt, auch als Mannschaft. Und ich glaube, das ist in der Diplomatie ähnlich. Also auch mal abgesehen davon, dass ich da auch nicht von Gewinnen und Verlieren reden würde, sondern man geht mit Interessen in bestimmte Situationen rein. Und Diplomatie ist natürlich der Versuch, diese Interessen auszugleichen und da einen fairen Ausgleich für alle zu schaffen, sodass wir am Ende, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir sagen, wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten, aber die, mit denen wir zu tun hatten, sind am Boden und es geht ihnen schlecht und sind sozusagen verheerend geschlagen, dann ist das keine gute Lage, auch diplomatisch keine gute Lage, sondern es geht ja darum, sozusagen empathisch auch Menschen und Interessen zu berücksichtigen. Das ist, also von daher würde ich sagen, diese Kategorie passt aus meiner Sicht weder im Sport so richtig, noch schon gar nicht in der Diplomatie so, wie du sie dargestellt hast. Okay. Peter, vielen Dank, dass du heute hier warst und für die ganzen spannenden Antworten. Auch ich gehe heute etwas schlauer nach Hause. Danke dafür. Ja, ich denke auch, es hat total viel Spaß gemacht. Das freut mich. Dankeschön. Wenn ich in Zukunft zum Sport gehe, mir WM-Spiele anschaue oder Jugendliche auf dem Bolzplatz, werde ich das alles auf jeden Fall mit anderen Augen betrachten. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal vom Auswärtigen Amt. Denn mit Diplomatie im Dialog geht es ganz bald weiter.